Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so sauer. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht und der IL Berlin vorgeworfen, dass sie zu einer Nazi-Demo mobilisieren. Und da habe ich gesagt, Sie haben ihren eigenen Aufruf geschrieben, der bestimmt ganz toll ist. das ist natürlich Quatsch. Der Aufruf ist total scheiße. Die behaupten da einfach ganz dreist, dass die Demo nicht russlandnah wäre. Also das gilt hoffentlich jetzt als widerlegt. Wäre nicht Anlaufpunkt für Corona-Leugnerinnen gewesen, das zeige ich euch nachher, weil wie krass viele Corona-Leugnerinnen da waren. Und es wäre eine krasse Lüge zu behaupten, da wäre Antisemitismus gewesen. Und das finde ich echt krass, wenn, dass man Antisemitismus so abtut. Die an allem schuld waren. Heute sind es Putin-Versteher und Antisemiten. Das finde ich so ein krasser rechter Talking Point, dass es diesen Pseudo-Antagonismus zwischen Schwurbel und der Regierung, dass sie irgendwas Oppositionelles hätten. Die Kritikerinnen werden gleich angegriffen. Also erst immunisieren sie sich gegen unsere Kritik und dann werden wir gleich angegriffen als Mainstream. Dass wir lügen, finde ich schon eine krasse Beleidigung. Oder halt die Ampel verteidigen. Da muss jetzt eine Distanzierung her. Und nicht so eine, wie dieser SPD-Typ auf der Bühne gesagt hat, ja, Rechte haben hier nichts zu suchen. Sagt er auf einer rechten Demo, ist natürlich nur eine falsche Feststellung. Das bringt jetzt auch nichts, da jetzt im Nachhinein noch sich ganz abstrakt von Antisemitismus zu distanzieren, wenn das ja jetzt schon passiert ist. Und es war auch nicht das erste Mal, es war jetzt die dritte Wagenknecht-Demo. Und schon bei der ersten war für uns schon klar, wer da auftauchen wird, und es war diesmal aber wirklich allen klar. Und wir haben euch auch davor gewarnt. Also jetzt mal an die korrekten Leute in der IL und der PDL. Ihr wisst genau, was da passiert ist und dass es nicht klar geht. Bitte positioniert euch, gebt uns ein Zeichen. Eure Organisation ist zwischen Antifa und Nazis gekommen. Auf welcher Seite steht ihr? Sieht für uns gerade ganz schlecht aus, wie ihr da steht. Und ich glaube, es hakt auch damit am Tag der deutschen Einheit mit Deutschlandfahne und Nazis irgendwie durchs Regierungsviertel zu rennen. 2019 war da noch alles voller Gegenprotest und jetzt sah es genau andersrum aus. Da waren wir nur irgendwie ganz wenig und die ganz viele und ihr habt dazu beigetragen. Und jetzt könnt ihr nicht so tun, als wäre irgendwie euch Frieden so wichtig, sondern hättet ihr euch ja beschäftigt mit den Diskussionen. Wer ist der Initiator? Rainer Braun. Was ist sein Standpunkt? Der ist in der Friedensbewegung sowas von verbrannt. Der hat jede vernünftige Gruppe distanziert sich von dem. Auch vor allem VVN und DFGVK benennen es auch in ihrer neuen Broschüre ganz klar, dass der Typ nicht klar geht. Das ist der Initiator vom Friedenswinter und von der Stopp-Rammstein-Kampagne. Wenn der eine Demo macht, dann tauchen da auch Rechte auf. Das kann man nicht, das ist klar. Lass uns kurz Emma zuhören aus der DFGVK Berlin-Brandenburg. Das ist die älteste und größte Friedensorganisation in Deutschland. Wie diese stabilen Menschen aus der echten Friedensbewegung den Mist sehen, den ihr da unterstützt. Es wird sich nicht klar abgegrenzt. Da laufen Leute mit, die zum Beispiel rechten Ideologien anhängen oder die Verschwörungstheorien anhängen. Also diese Corona-Schwurbelszene wurde da auch mit offenen Armen empfangen. Und das ist überhaupt nicht richtig. Also man kann doch nicht mit Leuten, die so schwierige Ansichten und Ideologien haben, zusammen auf eine Demo gehen und damit zeigen, dass man ja irgendwie d'accord damit ist. Also diese Rechtsoffenheit, diese Schwurbeloffenheit, das ist problematisch. Und also Sarah Wagenknecht, Rainer Braun, ich glaube, es sind schon an sich ja, also es kann man relativ einfach herausfinden, dass das recht problematische Personen sind. Und wenn Linke da hingehen, dann trägt man zur Normalisierung bei. Was heißt es? Die können da flyern, die können da rekrutieren, die können da ihren Bullshit verbreiten. Wenn ich ein Glas Wasser habe und ein bisschen Kloakenwasser reintue, dann ist das ganze Glas ungenießbar. Das kann ich wegschütten. Ich habe diesen tollen Flyer gekriegt, da steht drauf: Apolut auf 1 und News Migration begrenzen. Ja, aber wie viel von dieser Gülle gab es da jetzt überhaupt? Abgesehen vom Initiator, der sagte mal ganz klar zur Kooperation mit Schwurbel, es gibt keinen Grund. Diese Kräfte von gemeinsamen Handeln für Frieden auszuschließen. Ganz vorne lief eine rechtsextreme Trommelgruppe und am Ende fuhr so ein Friedensfahrzeug. Die haben in Ahrweil immer so getan, als wären sie Rettungskräfte und haben Spenden gesammelt. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern.
so eine Hardcore-Schwurbel. Von den Aufrufenden über die Rednerin bis zu den beteiligten Wegen waren so viele Schwurbel da. Wie das passieren konnte? Naja, ich hab's auf Tape. Es war ungefähr so. Ihr könnt auch einen eigenen Lautsprecherwagen organisieren, wenn ihr wollt. Und die Nazis von Bülke von der NPD, Kevin Gabbe vom Dritten Weg, wen hatten wir noch? Markus Fuchs. Hinter mir den Wagen von Captain Future, also die Freedom Parade, ist ja auch mit vor Ort. Und nicht nur die, auch die Freien Linken, auch die Basis, die helfen, die haben ja alle eigene Wagen und helfen mit. Also Basis, Freedom Parade und Freie Linke hatten eigene Wagen. Guckt mal auf Telegram einfach, was sie da verbreiten. Die Corona-Maßnahmen folgten nicht der Wissenschaft, sondern einer politischen Agenda. Wenn das kein klassischer Antisemitismus ist, dann Chips hochgehen. Ja, und ich muss ja Organisationen, die jetzt länger aktiv sind als ich, nicht erklären, wie es läuft. Man marschiert nicht mit Nazis. Nicht mit denen und schon gar nicht auf deren Demo. Wir haben jetzt gezeigt, was ist passiert am letzten Donnerstag. Warum ist das falsch? Und jetzt gibt es tatsächlich eine Debatte darüber. Und ich kann... Müsste mich eigentlich freuen, dass jetzt viele Leute sich zu Positionierungen gezwungen sehen, aber die Talking Points, die gefallen mir überhaupt nicht. Was? Also hier, der Erik haut zum Beispiel raus, es waren nur ein paar Fahnen von der Freien Linke. Also die hatten den größten Block am Breitscheidplatz. Also so eine krasse Lüge von Erik Peters, der die als erster Journalist erkannt hat, was bei den Corona-Schwurbel auf uns zukommt. Warum muss ich mit dem jetzt nochmal die gleiche Diskussion führen und sagen, bei der neuen Friedensbewegung, warum das Nazis sind? Und es hat bei der AfD so lange gedauert, dass alle das checken. Da, vor allem die Aufstehen gegen Rassismus hat da viel zu getan. Die sind vor Gericht gegangen, dass man Björn Höcke Nazi nennen darf. Und die Initiatorin von Aufstehen gegen Rassismus hat am Donnerstag eine Rede gehalten und hat gesagt, vor den ganzen Schwurbel, die Grenze verläuft zwischen oben und unten. Auf einer Schwurbeldemo. Also, wenn selbst die das nicht erkennen, dass es mit der BSW genauso schlimm bestellt ist, dann sollen wir jetzt mit euch noch gegen den Dritten Weg und die AfD demonstrieren? Macht es überhaupt Sinn? Seid ihr stabil gegen rechts, außer am Feiertag? Oder was? Der Dritte Weg ist ja für die Ukraine. Wir sind so enttäuscht. Ich könnte echt heulen. So enttäuscht von der PDL und von der IL, weil wir sind eine ganz kleine Antifa-Gruppe. Wir gehen fast jede Woche gegen Schwurbel auf die Straße und werden so krass angefeindet. Wir sollen an die Ostfront, wer bezahlt uns, wir werden angegriffen. Und in der Naturfront gibt es wenigstens Leute, die sich dazu positionieren. Aber der Einzige, der jetzt zu Donnerstag was gesagt hat, war hier der Max aus Zeitz. Jedes Mal rege ich mich über die örtlichen Montagsdemonstranten in meiner Stadt auf. Und im nächsten Atemzug laufe ich gemeinsam mit solchen Leuten für den Frieden. Und der ist auch Organisator des CSDs in Zeitz gewesen. Und wir waren beim CSD in Zwickau, Bautzen, Wismar, Magdeburg und haben ihn gefragt, was braucht denn ihr als Support für den CSD? Er hat gesagt, Busse. Wir brauchen einen Bus. Und warum organisiert die Linkspartei Busse für die rechtsextreme Friedensbündnis NRW und nicht zu den CSDs? Ja? Also es ist so ein, ihr fallt uns in den Rücken, allen Leuten, die sich für queere Rechte, für Umwelt, für gegen Recht sowieso engagieren, mit diesem Verrat. Die IL, ich meine, ihr blockiert ganze Bergbaue, die PDL sitzt im Bundestag, die kriegt Millionen von Parteienfinanzierung. Ihr müsst nicht mit den Schwurbel für Frieden demonstrieren. Tut euch das doch selber nicht an. Ich sag's mal mit den Worten von Gabriele Gysi, der Schwester von Gregor Gysi. Diese Opferkultur ist ein Akt der Unterwerfung.
Die hat nämlich gestern auch gesprochen auf dem Wagen der Freedom Parade, dem offiziellen Wagen der Demo auf dem Breitscheidplatz. Vorgestern der Krieg gegen Viren, gestern der Überfall der Russen auf eine friedliche westliche Welt, heute der Terrorismus der Hamas und... Also wie ist es möglich, dass stabile Genossis mit diesem Mob mitlaufen? Wie? Also er sieht hier einen Gestaltungsspielraum bei der Demo, dass wenn man da mehr linke Inhalte reinbringt, dass man da was dran drehen kann und dass es man in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen reingehen muss, statt da am Rand zu stehen. Weiß nicht, ob er das jetzt direkt bezieht auf unsere Aktionsform. Wir stehen halt daneben als Echsenmenschen verkleidet und machen uns lustig. Kann man bestimmt auch anders machen. Und wir werden auch viel kritisiert dafür, dass wir halt mit den Nazis reden würden oder uns halt nur lustig machen und die nicht blockieren oder boxen oder sowas. Für uns ist es aber eine gute Art. Und jetzt also auf einmal sind wir irgendwie zu hart mit denen. Und ja, was sagt er damit eigentlich? Dass das jetzt die gesellschaftliche Auseinandersetzung ist, die findet auf einer Schwurbeldemo statt oder... Ich meine, das Erfolgsrezept der IL ist ja, Widersprüche im Kapitalismus aufzugreifen, in Diskurs reinzugehen, auch mit den Menschen vor Ort sich zu verbünden und so. Vielleicht ist das irgendwie damit gemeint. Ich meine, ich habe echt total Respekt vor den UkrainerInnen, die auch da waren, die dagegen Protest gemacht haben und sich diese aggressive Stimmung von der Friedensdemo gegeben haben. Wir sind ja hier relativ unbetroffen und können uns da halt, wie gesagt, lustig machen. Aber ich glaube, für Exil-Ukrainerinnen, um deren Überleben es da geht, ist es nochmal was anderes. Weiß jetzt nicht, ob man da als interventionistische Linke, ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt dagegen sind, dass die radikale Linke sich öffnet und dass wir mehr Fehlerkultur entwickeln und so. Ich meine, ihr seid die, die eure Mitglieder doxt und outcallt und so. Und aber dann gleich mit Nationalfahnen da am Tag der Deutschen Einheit, das ist dann ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, oder? Also was will man denn da noch reinbringen? Also die Diskussion ist gerade so ein bisschen auch, wer vereinnahmt da wen? Und ich denke, dass das auch wie bei der Schwurbelbewegung auch nicht von Anfang an eine neutrale Bewegung ist, auch die Friedensbewegung nicht, dass man da agitieren kann oder so, oder sich als Avantgarde an die Spitze setzen oder was für eine, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen so sehr altes Klassendenken dabei oder so. Also wenn so eure Umsturzpläne aussehen da mit Trommeln, dann will ich nicht wissen, wie euer Sozialismus dann aussieht. Ehrlich. Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten und das sollten wir auch unbedingt tun. Was sind jetzt Nazis? Was sind Mitläuferinnen? Was sind Leute, die Ressentiments haben oder graue Zone, braune Zone, was ist Querfront, was ist rechtsoffen. Alles sehr interessant für uns, die Leute, die da stehen. Es ist aber relativ uninteressant, was sich das Füllmaterial zwischen den rechten Rednerinnen der von rechts organisierten Organisationen auf einer rechten Demo mit einem rechten Aufruf, was die sich da bedenken. Oder ob die jetzt eine Naturfreunde-Fahne in der Hand haben oder ein AfD-Sternchen. Oder ob sie das Kampakt da jetzt rausgeschnitten haben aus ihrer Amigo-Home-Fahne. Ja, das hatten wir gestern auch. Das ist uns eigentlich scheißegal. Und Tazio Müller hat dazu auch mal gesagt, es ist sehr positivistisch gedacht, zu denken, dass da jetzt die eigene Intention, warum man auf diese Demo geht, jetzt da einen großen Unterschied macht. Zumal das ja auch oft vorgeschoben sein kann. Ich will jetzt niemanden absprechen, für Frieden zu sein. Das ist ja auch relativ Konsens, oder? Nichts besonders Linkes an sich. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es noch weitere Gründe gibt, zu dieser Wagenknecht-Demo gegangen zu sein und nicht zu den korrekten nazifreien Friedensdemos. Es ist auch eine große Selbstüberhöhung, zu denken, eine linke Bewegung, die jetzt dahin geht, macht das dann zu einer besseren Demo. Also auch das Argument, ja, da waren ja viel mehr Linke als Rechte.
macht es für mich zu einer noch schlimmeren Demo. Umso mehr Linke da zu den rechten Strömen. Weil Querfront ist ja keine Kooperation in dem Sinne, sondern es geht, sind ja Linke, die gehen zu den Rechten. Da verlieren immer nur die Linken. Das ist, ist muss ich eigentlich euch auch nicht erklären, dass rechtes Zeug nach Plapper den Rechten hilft. Dass, wir können uns nicht beschweren über die Brandmauer bei der CDU, wenn die bei auf Kommunalebene einen Antrag von denen abstimmen. Will ich jetzt nicht, also ich finde es ganz schlimm. Aber dann bei der Frage von Krieg und Frieden mit einer auf die Straße gehen. Sorry, das könnt ihr nicht bringen. Das könnt ihr nicht bringen. Und die IL, die hat ja, und die PDL auch, ihr habt ja intelligente Leute, die Strategien entwickeln, die, ich sag mal, die ihren Gramsci gelesen haben. Ey, könnt ihr nicht bringen. Die Demo gestern bestand eigentlich nur aus einer Aussage: Wir wollen nicht, dass sich alles verändert, lass es mal zurück in die 80er gehen, das hat nicht mehr längst. Was sagen denn andere Antifa-Gruppen dazu? Ich habe das Gefühl, wir stehen da ganz alleine da. Gibt es da Erfahrungswerte zu der Aktionsform, wir gehen zu den Rechten, um denen das Thema nicht zu überlassen? Das habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Ich meine, wenn das gegen die Rechten hilft, bin ich sofort dabei. Aber mir scheint es eher so, als ob sehr große und viele linksradikale Gruppen gerade den antifaschistischen Grundkonsens aushebeln in einer sehr gefährlichen Situation für uns alle. Und ich denke, wer das nicht jetzt sich positioniert dazu, dem oder der fehlt einfach total die Selbstreflexion. Das ist das Querfront-Projekt von Jürgen Elsässer. Kerstin Köditz hat sich nochmal daran erinnert, dass das sein Traum ist, von Gauweiler bis La Fontaine. Jetzt ist es Realität. Das ist super gefährlich. Und ich gehe auch manchmal zu den Schwurbeldemos, um da zu reden. Ich finde es keine schlechte Idee, da hinzugehen. Aber dann geige ich denen die Meinung. Ich sag ihnen, dass ich das scheiße finde, was sie machen. Für mich ist es antisemitisch. Diese Verschwörungstheorien, und die führen auch zu Vernichtungsfantasien. Und dass ich sie bekämpfen werde. Wir haben euch vom Rosa-Luxemburg-Platz vertrieben und vom Alexanderplatz. Und ihr habt es gestern gemerkt, wir werden euch auch den Mauerpark nicht überlassen. Seht die nicht als MultiplikatorInnen für meine geopolitischen Ansichten? Hätte ich Glauben an Chemtrails. Okay, Leute, also beschäftigt euch intern nochmal damit. Redet mit den Leuten, die zu diesen Querfront-Demos gehen wollen. Haut was raus, wie ihr euch zu Querfront verhalten wollt, wie es dazu kam, auch vor allem. Gebt den orthodoxen Kommunisten nicht eure Passwörter. Wir empfehlen sehr die Broschüre von der DFGVK und VVN. Sehr interessant. Hier wird ja sozialwissenschaftlich belegt, wie sich die rechte Verschwörungsszene und Querdenken jetzt nach Impfpflicht und Inflation auf das Friedensthema draufstürzen. Genauso wie es passiert ist auf der Friedensdemo am 3.10. in Berlin. Aber habe ich da auch nicht viele von diesen Fahnen gesehen? Und eine Attackfahne? Und auch das, mir scheint, man hat die eigene Broschüre nicht gelesen. Aber vor allem die Texte von Thomas Kronitz. Zum Beispiel die große Regression oder das Buch Querfront, alte Linke auf dem Weg zu neuen Rechten. Das ist, glaube ich, das Beste. Immer ist irgendwer schuld. Immer muss irgendwer hinter den Kulissen stehen und die Fäden in der Hand halten. Ne? Und das öffnet natürlich durchaus Wege in den Verschwörungswahn der Nazis. Ne? Bei den Nazis war es die allmächtige jüdische Weltverschwörung. Jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, die für alles verantwortlich war. Klassenkampfdenken, so altes. Die glauben halt, wir müssen Kapitalisten oder Imperialisten für alles verantwortlich sind. Das ist natürlich nicht der Fall. Das Kapital, das ist ja schlimmer, ne? Der größere Horror, den wir ausgesetzt sind, das ist die Realität viel schlimmer ist als jede Verschwörung, die man sich ausdenken kann. Da sitzt niemand an den Schalthebel. Liebe Genossis, ich bitte euch, ich flehe euch an, bleibt anspruchsvoll, bleibt hoffnungsvoll, zeigt klare Kante gegen Nazis auch bei Anschlussfähigkeit gegenüber deren Vorfeldorganisation. Wenn wir euch nochmal erwischen, werdet ihr exkommuniziert.
wenn ihr nochmal mit Schwurbel auf die Straße geht, vor allem hier SDS, Rheinmetall entwaffnen, Solid Berlin, SDAJ, Falken, was geht bei euch? Ich will mich nochmal bedanken bei Fitsche Berlin für die Kooperation, bei den Recherchegruppen, für die Aufklärung und dass ihr die Leute immer auf dem Schirm habt. Und natürlich auch bei den anderen Echsen, für die ich jetzt sprechen darf. Der Regierung Netanyahu.